Ich war ja auch sehr überrascht in dem Moment, wo ich mich für Moshe Gershuni interessierte und dann auch die Entscheidung getroffen habe, mit ihm eine Ausstellung zu machen, dass er tatsächlich der erste israelische Künstler ist, der in der Neuen Nationalgalerie ausstellt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Der Titel »Kein Vater, keine Mutter« geht ja zurück auf eine Werkserie von Moshe Gershuni aus den späten 90er Jahren. Er aber wieder zitiert diesen Titel aus Büchners Woyzeck. Und das zeigt natürlich auch wieder seine große Affinität zur deutschen Kultur. Sehr viel erzählen kann, vor allen Dingen auch über die abendländische Kultur, der ja vor allen Dingen auch immer die jüdische Kultur sozusagen, ist die mit eingeschlossen. Die beiden sind ja nicht voneinander zu trennen. Das Werk ist ja nicht eindimensional, sondern es ist ja sehr vielschichtig, wie auch das Denken von Moshe Gershuni sowohl als Mensch wie als Künstler sehr vielfältig ist. Und wenn Sie das hier ansprechen, was jetzt im Hintergrund zu sehen ist, es ist reich an Symbolen. Und Gershom Scholem hat zum Beispiel gesagt, dass die Geheimnisse der Menschen in ihre Symbole hineinfließen. Aber gleichzeitig hat er über die Perversionen von Symbolen gesprochen. Und dieses Bild im Hintergrund mit dem Titel Jerusalemer Nächte zeigt ja nicht nur den Davidstern, sondern es zeigt eben auch den Halbmond und eben den islamischen Stern. Alles zusammen in einem Bild. Es geht ihm ja darum, im anderen auch immer das eigene zu erkennen.